Würdest du gerne dein eigenes Buch schreiben und suchst nach effizienten Wegen, Geld als Self-Publisher im Internet mit deinen Büchern zu verdienen, dann ist dieser Self-Publishing-Meisterkurs genau das Richtige für dich. In diesem Kurs möchte ich dir gerne zeigen, wie du dein erstes Buch planst, schreibst und anschließend dann veröffentlichst. Es soll hier in diesem Kurs um Themen gehen wie zuallererst mal die Gewerbeanmeldung, anschließend dann Amazon Kindle Publishing, PublishDrive, Ingram Spark. Ich möchte dir zeigen, wie du deine Bücher in über 40.000 unterschiedlichen Online-Stores anbieten kannst. Du erhältst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine Bücher in Ladengeschäfte bekommst. Wir sprechen über rechtliche Fallstricke, Ghostwriting, Outsourcing, Plagiate. Wir sprechen vor allen Dingen auch über das Thema betriebliche Haftpflichtversicherung, Skalierung von deinen Einnahmen, Amazon KDP, Low-Content-Publishing und vieles, vieles mehr. Was genau wirst du jedoch im Detail hier in diesem Kurs lernen? Erstens Gewerbeanmeldung. Welche Gewerbeform wird benötigt, um ein Self-Publishing-Business starten zu können? Reicht hier vielleicht der Freiberuflerstatus? In diesem Kapitel lernen wir mehr über das Einzelunternehmen, den Freiberuflerstatus, die IOG und viele andere Gewerbeformen. Zweitens Nischenanalyse. Wie findet man eine profitable Nische? In diesem Abschnitt verrate ich meinen kompletten Prozess von Anfang bis Ende. Zudem gehen wir gemeinsam über mehrere Case Studies und finden deine erste profitable Buchnische. Drittens Buch planen und schreiben. Wir planen nun gemeinsam ein Buch. Viele Buchautoren scheitern daran, Bücher zu planen, zu schreiben und abzuschließen. Dieses Problem schaffen wir aus dem Weg durch individualisierte Arbeitspläne und effiziente Arbeitsmethoden. Du wirst lernen, wie man ein Inhaltsverzeichnis erstellt, Kapitelideen entwickelt und Themen aufbereitet. Viertens Kindle Publishing. Lohnt sich Amazon KDP? Solltest du bei KDP Select publizieren und exklusive Rechte an Amazon abgeben oder lohnt sich eine Self-Hosting-Variante? Wir werden in diesem Abschnitt lernen, wie man E-Bücher, Taschenbücher und Hardcover-Bücher auf Amazon hochlädt. Fünftens Outsourcing. Du musst nicht deine Bücher selbst schreiben, um mit Amazon KDP Geld verdienen zu können. Ich zeige dir in diesem Abschnitt, wie du kompetente Ghostwriter findest, wie du Verträge abschließt und rechtliche Probleme minimierst. Sechstens Marketing. Dein Kindle-Buch muss sich verkaufen, wenn du langfristig Geld verdienen möchtest. Wir besprechen alle mir bekannten Marketingstrategien für Amazon Kindle-Bücher. Du erfährst, wie ich meine eigenen Bücher vermarkte und lernst, wie du Bewertungen AGB-konform sammelst. Siebtens Amazon KDP Low Content. Du kannst nicht nur Content-Bücher auf Amazon hochladen, sondern auch Notizbücher. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du dir ein passives Einkommen mit Notizbüchern auf Amazon aufbauen kannst. Du lernst mehr über KDP Interiors, automatisierte Übersetzungen und Formatierungsoptionen. Achtens Steuern, Rechtliches und Versicherung. Wir müssen unsere Einnahmen aus unserem Self-Publishing-Business versteuern. Wie man eine Rechnung an Amazon stellt und Auszahlungsbelege verbucht, schauen wir uns in diesem Kapitel an. Wir beschäftigen uns zudem mit einigen rechtlichen Fettnäpfchen, in die du nicht treten solltest. In diesem Abschnitt verrate ich dir zudem, wie du dich gegen rechtliche Probleme schützen kannst. Neuntens alternative Publikationsmöglichkeiten. Amazon KDP ist nur eine Plattform, auf der du deine Bücher publizieren kannst. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du deine Bücher automatisiert und über mehr als 40.000 Online-Shops publizieren kannst. Dieser Kurs richtet sich an jede Person, die Geld als Self-Publisher online verdienen möchte und die vielleicht bisher nur wenige Bücher oder kein Buch fertig abgeschlossen und publiziert hat. Worauf wartest du also noch? Schreibe dich noch heute hier in diesen Kurs ein und wir sehen uns dann gleich im ersten Video. Ich freue mich auf dich.